Es kann kein anderer Grund gelegt werden außer Jesus Christus. Es gibt also keinen Weg zur Rettung außerhalb von Jesus Christus, unserem Herrn. Das sagt uns Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Aber dann geht er weiter. Unsere Werke werden geprüft. Sind sie aus Gold, Silber, Edelsteine, also aus edlen Materialien oder aus Holz, Heu und Stroh? Und diese Werke, also du selbst, wirst aus Feuer geprüft. Und danach wirst du gerettet werden, aber wie durch Feuer. Das schreibt Paulus im 1. Korintherbrief. Das heißt also, du bist gerettet, doch du wirst aus deinen Werken gerechtfertigt, wie es an einer anderen Stelle in der Heiligen Schrift heißt. Und die Werke, welche aus unedlen Materialien sind, also Heu, Holz, Stroh, die werden verbrennen. Deine guten Werke aus Gold, Silber, Edelsteine, die bleiben bestehen. Du wirst gerettet werden, aber wie durchs Feuer. Also nach der Rettung durch den Herrn Jesus Christus gibt es auch eine Reinigung im Feuer. Das ist das Fegefeuer, das die heilige katholische Kirche auch so definiert hat, als ein Reinigungsort, als das Purgatorium. Die Kirche hat sich aber davor gescheut, zu definieren, wie das Fegefeuer aussieht, wie es beschaffen ist und auch wie lange es dauert. Wir wissen nur, es gibt eine Reinigung im Jenseits, wovon uns die Heilige Schrift ganz klar Zeugnis gibt.